Ja, Fazit zum Spiel. 6-0 gewonnen, zufrieden oder hätte es ruhig deutlich ausfallen dürfen? Was heißt deutlich? Ich glaube, wir spielen auch hier Fußball und keine Handball. 6 Tore ist deutlich, denke ich auch. Wir haben richtig Gegner analysiert. Wir haben auch sehr sicher, souverän und sauber gespielt und gewonnen. Und ich denke auch, wenn man 6 Tore schießt und keine kriegt, geht in Ordnung. Wir haben auch richtig das so vorgenommen, dass wir kein Gegentor bekommen. Eigentlich wie immer, dass wir ein paar Tore schießen und das ist heute uns gelungen. Sonst zum Gegner, fanden Sie gut zu spielen der Gegner oder aggressiv zu spielen der Gegner? Vielleicht ein Lob oder? Ja, was heißt Lob? Wir haben auch gewusst, dass die auch in der Liga Probleme haben oder nicht so gestartet sind oder nicht auf dem Platz momentan sind, wie die auch gerne haben möchten. Wir haben auch alles analysiert, gesehen, junge Mannschaft, auch ein paar erfahrene Spieler in vorderer Position, die haben auch das gemacht, was wir eigentlich erwarten. Die haben auch versucht, dagegen mitzuhalten. Eine von unseren Aufgaben war, Tempo hochzuhalten und man sieht auch zweite Halbzeit ab dem 55., 60. Minute, dann war einfach für uns, weil wir eigentlich mehr Tempo gehabt haben, mehr Fitness, waren wir richtig fit und das war auch schwer für Turo, dagegen etwas zu setzen. Ich habe Turo gerade schon gefragt, er sagte, ja, wir wollten in der dritten Liga oben mitspielen. Sag mal, Ziel ist es aber aufzusteigen und dann ist der Niederrhein-Pokal ja nicht ganz so entscheidend, oder? Nein, wir gehen jeden Wettbewerb sehr, sehr diszipliniert und seriös. Bis jetzt haben wir alle Spiele sehr seriös angetreten mit vernünftigen Startelf. Und auch man sieht, wir haben auch heute in unserer Kader alle Spieler zur Verfügung gehabt und wir waren bereit. Was heißt nicht, wir wollen immer seriös bleiben. Wir nehmen jeden Gegner sehr in Ernst und wir wollen auch weiterkommen. Und heute haben wir heute das gemacht, was wir gewollt hätten. Ja, alles klar. Wenn man so viel rotiert, hat man dann so einen kleinen Moment, wo man vorher mal denkt, hoffentlich ist es nicht zu viel, ist ja immer in der Oberliga, hoffentlich geht das gut. Was heißt rotiert? Wir haben auch bei Pokalspielen ja ein bisschen eine andere Startelf gehabt, aber wir haben auch nur die Spiele rotiert und wenn man sieht heute, was für Leute wir gehabt haben, dann denke ich schon, dass wir auch sehr seriös angetreten sind, genauso wie ich auch haben möchte. Nochmal, wie gesagt, will mich nicht wiederholen, aber wir haben wenig zugelassen, fast kein Schuss gegen Tor zu bekommen und auch vorne haben wir das gemacht, weil eigentlich das haben wir möchten. Ne?